Mit Blick auf die vielen US-Bilanzen, meine Damen und Herren, halten sich die Anleger auch heute wieder etwas zurück. Also insofern ein vergleichbares Bild zu gestern zum Wochenstart. Niedrige Umsätze, relativ wenig Bewegung. Gut, gestern hat es dann noch mit 13.003 Punkten dazu gereicht, dass wir über 13.000 schließen und so hoch wie noch nie. Rückenwind kommt vom günstigen Euro, der nochmal ein Vierteldollar abgerutscht ist. Und das macht die deutschen Waren dann auf dem Weltmarkt etwas günstiger, verbessert also die Chancen der deutschen Unternehmen. Heute ganz interessant, weitere Bilanzen der Amerikaner. Wir haben zum Beispiel Goldman Sachs, Morgan Stanley und Johnson & Johnson. Nach Börsenschluss dann noch IBM. Hierzulande der ZDW-Index, der misst die Stimmung unter den Profi-Anlegern. Und es ist der erste ZDW-Index nach der Bundestagswahl. Kurz noch die Vorgabenseite, können wir wirklich ganz knapp drauf schauen, denn sowohl Dow Jones als auch Nasdaq und S&P 500 jeweils auf Rekordniveau geschlossen. Und jetzt die Top-Themen des Tages, Stichwort Zahlen. Da schauen wir zunächst einmal beim amerikanischen Streaming-Dienst Netflix vorbei. Hier hat man nachgezählt, mehr Kunden generiert als erwartet, nämlich 6,3 Millionen Kunden, 6,2 waren erwartet worden, besonders stark außerhalb des Heimatmarktes. Da waren es 4,5 Millionen Zuschauer, die dazugekommen sind und 3,7 waren erwartet worden. Und man punktet nach wie vor mit Eigenproduktionen und derzeit der Renner, die Serie Narcos. Wir schauen nach Italien. Alitalia, ähnlich wie Berlin, sehr angeschlagen. Und ähnlich wie bei Air Berlin ist ja die Lufthansa führend, die gesagt hat, wir sind hier interessiert an Teilen von Alitalia. Und man ist nicht alleine mit EasyJet, ein weiterer großer Bekannter, der hier interessiert ist. Und insgesamt sind es wohl 7 Unternehmen, die hier interessiert sind, Alitalia zu übernehmen, zumindest zum Teil. Jetzt gibt es ein Gremium, welches die entsprechenden Angebote oder Gebote zunächst einmal bewerten wird. Und dann schauen wir noch in die Schweiz zu Richemont, dem Luxusgüterkonzern. Hier hat man ordentlich gepunktet, im ersten Halbjahr mehr hochpreisige Produkte verkauft als erwartet. Der Umsatz steigt um 12% und das führt dazu, dass das Betriebsergebnis um knapp 50% angestiegen ist. Unterm Strich dürfte sogar ein Plus bleiben von 80% und besonders stark ist gelaufen das Schmuckgeschäft. Noch so viele Zahlen, habe ich noch mehr Zahlen für Sie. Der DAX startet nahezu unverändert bei 12.995 Punkten, verliert dann aber, kann das Niveau nicht halten. Dow Jones, wie gesagt, mit Rekordniveau aus dem Handel gegangen. Der Euro verliert, beim Gold sind es 0,6%, die abwärts gehen. Und ganz kurz noch Öl, auch hier ist die Bergfahrt zunächst einmal gestoppt. Wir geben leicht nach. Kleiner Programmtipp noch, Anleihen-Spezial hier beim Börse Stuttgart TV, die wichtigsten Neuemissionen dieser Woche.